So, die letzte Folge. Hoffentlich. Also, das heißt hoffentlich. Es wird auf jeden Fall die letzte Folge. Ist halt nur die Frage, ob die Folge jetzt eine Stunde geht oder eine halbe. Es ist schon 2 Uhr in der Nacht. Eigentlich müsste ich ins Bett. Morgen, also eigentlich heute, hat meine Tochter Geburtstag. Also, wenn ihr das Video seht, ist es schon monatelang vorbei, ne? Aber... Nein, nicht mich! Nein! Shit, ich hab's geahnt. Meine Tochter ist 6 geworden. Falls es euch interessiert. Und mein Sohn ist vor 2 Wochen, also wenn ihr das Video seht, vor 2 Wochen dann. Also 2 Wochen nach meiner Tochter 3 geworden. Für mich hat meine Tochter heute Geburtstag. Also an dem Tag, der heute angebrochen ist. Vielleicht sollte ich es doch wieder ein bisschen stealthy machen. Da ist noch ein Tango. Tango Nummer 3. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Warum treffe ich den denn nicht? Verarschen? Ich treffe sie nicht. Was ist denn die Kacke? Ah ja, wir werden beschossen. Schon geht's wieder los. Schon geht's wieder los. So, wie viel haben wir noch? Nicht mehr so viel. Komm, ich rechne es mal gerade aus. Nee, mache ich nicht. Mein Handy hängt am Ladegerät. Aber eigentlich ist es voll. Ich könnte es eigentlich abhängen. Geht doch. So, dann sage ich am besten. Geh in Position, noch eine bessere Position. Okay. Ziel markiert. Shit, ich muss die Position wechseln. Shit. Ziel. Ziel erfasst. Loslegen. Ich schieße. Er ist erledigt. So. Haben wir direkt ein paar weniger. So, einer verbleibt. Zwei verbleiben. Drei. Siehst du, manchmal ist irgendwie... Ich habe hier komplett aufgeklärt, aber er hat nicht alle erwischt. Guck mal, da drin ist sogar noch einer. Da drin kann ich leider nicht sprengen, weil... Das sollte offensichtlich sein, weil der Typ da drin ist. Okay, Ziel markiert. Ziel markiert. Deck alles hin. Mann, ich muss diesen einen hier noch erwischen. So. Ach, es waren gar nicht alle markiert, na toll. Granate fliegt, nehmt das. Wir sind nur noch verdächtig. Das ist cool. Nicht mehr gejagt. So, jetzt vorsichtig. Und du, mein Freund, kannst schön hier bleiben. Warum hat er eigentlich eine volle Montur an, wenn er keine Waffe dabei hat? Hey! Hat er sich einfach losgerissen? Ja, ja, Puta Madre, ja. Genau. Erzähl mir was Schönes, sonst hast du gleich ein Loch im Kopf. Ach, Kapeta. Ich hab da was Gutes. Puta la de Puta Madre. Der blanke Leutnant gefangen genommen. Er holt Informationen aus ihm heraus. Der Kommandant sucht nach Schwachpunkten des Kartells. Wo ist dieser Kerl jetzt? In einem Konvoi. Auf dem Weg zum Hauptquartier. Quartier. Hauptquartier. So, dann haben wir nur noch den Kommandanten.
auch nervig. Das Kartell ist hinterher. Aber es ist, gibt fast nichts, was jetzt nicht nervig ist irgendwie. Und es El Sueño ankreiden. Töten Sie El Comandante und schicken Sie mir ein Foto von ihm. Wird gemacht, Boss. Tim David. Tim David wird gemacht. Tim David, Mission erledigt. Wer kennt's, Tim David? Ist von SWAT. Bin drauf. SWAT, Close Quarters Battles. Und auch SWAT 4 wahrscheinlich, nehme ich an. Also bei SWAT 3 war es auf jeden Fall. Tim David. SWAT hat irgendwie eine ähnliche Entwicklung durch wie Fallout. Fallout 1 und 2 und auch der Ableger Fallout Tactics waren 2D. Und also SWAT 1 und 2 waren 2D. 2D-Taktikspiele? Passt auf, wir haben Feindaktivität. Ich sehe zwei Unita-Soldaten. Wo hast du sie? Dicht am Raketen. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Und SWAT 3. Mit SWAT 3 hat es dann angefangen 3D zu werden. Genauso wie Fallout. Fallout 3 war das erste. War 3D. War es bei Commandos nicht ähnlich? Commandos 1 und 2 waren auf jeden Fall 2D. Gab es dann nicht, war das 3er nicht so ein 3D-Ableger? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh oh. Ich sehe da was, was ich nicht sehen möchte. Bumm. Ist ja schön, wenn ich nochmal so einen schönen Sprung hinbekäme wie eben. Also für mich eben, für euch. Ich sehe ja nicht mal das Gebäude. Fuck, das, jetzt sterbe ich. Das war echt schlecht. Echt schlecht. War das echt richtig schlecht. Wie ist das eigentlich mit der Motion Sickness? Ist irgendjemand von euch von Motion Sickness betroffen? Und wenn ja, hilft euch Motion Blur, also die Bewegungsunschärfe in Spielen, dagegen anzugehen? Also ich bin nicht von Motion Sickness betroffen und mir wird von Motion Blur schlecht. Ich finde Motion Blur ist, keine Ahnung, ich kenne auch keinen. Zu mir hat noch nie irgendjemand gesagt, hey, Motion Blur ist geil. Alle, die ich kenne, bei allen Leuten, die ich kenne, ist das Erste, was die machen, wenn sie ein neues Spiel haben, Motion Blur aus. Ich blicke. Ich meine, es ist ja auch kein cinematisch schöner Effekt oder so. Ich sitze, los geht's. Getroffen. Fuck. Ich greife an. Wir haben ein Problem, Kartell. Ja, jetzt haben wir echt ein Problem. Jetzt haben wir echt ein richtiges, fettes Problem. Die Rebellen schicken eine Aufklärung. Hab die Rebellen um Verstärkung gebeten. Hab die Rebellen um Mörserfeuer gebeten. Keine Ahnung im Moment, was ich machen soll. Alarm. Oh, shit. Explosion Detektada. Moment mal, ich kann doch. Ah, scheiße, kann ich nicht. Die Drohne ist oben. Wird ja gestört. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Ich komme hier nicht rein. Ich will eben den Zaun wegsprengen. Oh fuck. Kommen die da einfach rausgedüst? Vielleicht sollte ich eine andere Mission angehen. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Ich mag die Mission halt auch nicht. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, so hart zu verkacken. Ich sehe das Ziel.
Hui. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Hab Rakatari wegen Mörser ver... Wow. Oh, da geht er gar nicht rum. Fuck, fuck, fuck. Vielleicht soll ich da rein. Gar nicht so verkehrt. Da steht der Mörser dumm darum. Mitten auf der Straße. Den geht gleich in die Luft. Oh fuck. Nee, doch nicht aufs Dach. Verfickte Scheiße. Ja. Ja, warum auch nicht? Man, wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, als würde ich beim nächsten Tod wieder weg sein. Hab die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Ach, der Heilige. Oh, Munition. Das ist schlecht. Ah, noch ein Tod und dann war's das. Das heißt, gleich. Ich sollte eine andere Mission machen, ne? Das wäre besser. Ich versuche einfach da reinzurennen. Oh, warum ist der Rollladen zu? Gibt's denn sowas? Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Wir haben wieder Tote. Ist aber eigentlich egal, weil... Mal sehen, wer du wirklich bist. Vielen Dank. Oh. Bowman, wir haben das gewünschte Foto von El Comandante. Mr. Hoch. Ich schick's rüber. Ich glaube, das ist der einzige Ort, an dem ich noch überleben kann. Das ist Miguel de los Monteros. Sein Vater ist Verteidigungsminister in La Paz. Oh, oh, nicht entdeckt werden, bitte. Sieht aus, als hätten wir allen den Spaß verdorben. Die großen Jungs in La Paz werden nicht glücklich über uns sein. Abgeschlossen, nice. Alter Schwede. Gut, da kann ich ja jetzt sterben. Hallo. Good Tag. Da kommen wir nämlich am schnellsten hier raus. Tod ist immer der schnellste und einfachste Ausweg. Egal, worum es geht. Mal eine andere Frage, wie lange läuft denn der Booster noch? Dürfte auch nicht mehr so lang sein, oder? Eine Viertelstunde? So, Booster, was sagst du? 25 Minuten, oh, geht ja noch. So. Wobei, ist eigentlich wurscht. Also, hier haben wir nichts mehr. Wir haben hier noch die beiden. Die Leichenbestatter gehen auch noch. Dann machen wir die. Suchen Sie die Guerrero-Brüder und holen Sie alles über Boston Reed aus ihnen raus. Na, gehen wir eben hier hin. Wenn man sonst nirgends hin kann. Eieiei, Ladebildschirme. Sorry, dass ich jetzt nicht mehr so gesprächig bin, wie am Anfang. Es ist jetzt halt schon einfach krass, eine krasse Uhrzeit. Viertel nach zwei ist es. 12.13 Uhr und 53 Sekunden. 2.13 Uhr und 56 Sekunden jetzt. Es ist verdammt warm, weil ich die Türen zu habe. Und ja, ich nehme halt auch schon seit um 23.15 Uhr auf, also seit 3 Stunden nehme ich auf. So. Die zweite Hälfte des Videos hat begonnen. Hoffentlich die zweite Hälfte. Nur noch abwarten.
ob wir dann durch sind. Das wäre wirklich schön. Och, Ladebildschirm. Oh, wie ich das hasse, wenn der Ladebildschirm bei 75% hängt. Naja, wer hasst das nicht, ne? Egal ob mit oder ohne Booster. Ich finde das mit dem Booster sowieso scheiße. Also, dass der läuft, egal ob man im Spiel drin ist oder nicht. Also, wenn ich jetzt einen Booster kaufen würde und dann das Spiel nicht starte oder wieder ausmache, also den Booster aktiviere und dann das Spiel ausmache, ist der Booster nach einer Stunde trotzdem ausgelaufen, auch wenn ich gar nicht im Spiel war. So. Dann düsen wir mal darüber, aber besser im Heli als im Flugzeug. Ich wollte jetzt im Flugzeug, weil das ein Tick schneller ist, aber wir müssen den ja beschatten. Ich mach das, ich fliege. Obwohl wir schon wissen, wohin will. Okay, wir können. Wie rutschen die denn darum? Wow. Der Heli ist kaputt. Er steuert sich nicht richtig. Warum auch immer. Ah, jetzt geht's. Was haben wir denn hier? Was war das denn? Ein LKW. Ein paar Ressourcen nebendran. Ihr müsst übrigens auch immer aufpassen, dass ihr mit eurer Drohne nicht in die Rotorblätter reinfliegt. Denn egal, ob der Rotor sich dreht oder nicht, meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn. Auch wenn der Rotor sich nicht dreht, lassen uns zu seinem Bruder führen. Geht er trotzdem kaputt, wenn die Drohne reinfliegt. Ist ein bisschen nervig, aber. Oh. So, der kann keine Leiche mehr entdecken. Nicht so schnell, Brauner. Freie Straße für ihn, sehr gut. Die Rebellen gibt. Ich sehe noch einen Tango. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Ziel gesichtet. So. Kann man denn zweimal so hart daneben schießen? Ich habe da eine Ausbildung drin gemacht. Das kann nicht jeder. Dafür schieße ich anderen dann halt zweimal ins Gesicht. Auch auf größere Distanz. Oh, Scheiße! 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 Oh. Ich
Ich habe ihn versehentlich erschossen. Ich habe nur gesehen, da entdeckt mich was. Ah, fuck. Och nö. Nicht schon wieder. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Müssen wir den schon wieder verfolgen? Dämlich. Checkpoints sind echt manchmal scheiße gesetzt. So richtig. Komm, ich will jetzt ausrechnen, wie viele Missionen wir nochmal brauchen. So, wir haben 1, 2, 1, 3 mal die 0, minus 1, 1, 3, 8, 2, 2. Und das sind 7178 geteilt durch wie viele Punkte gibt die Mission. 5925. Oh, noch zwei Missionen, dann haben wir's. Das hätte ich eigentlich auch können im Kopf ausrechnen. Also, außer die Minusaufgabe am Anfang, aber den Rest. Hab die Rebellen gebeten, die ich sehe, Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Aber es ist spät. Wie gesagt, jetzt fand ich noch zwei. Ich hab heiß wie Sau. Komm, fahr los. Dann machen wir noch den. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden. Das Ding, wo man die Dokumente knipsen soll. Auto-Dingsbums. Ja, was ist noch? Was ist noch offen? Neu? Das Truck Depot, das machen wir dann noch und dann haben wir es geschafft. Eigentlich hätten wir es schon vorher geschafft. Ich hoffe, man muss da nicht auch noch Level 1 dann komplett leveln. Also Stufe 1 dann komplett leveln. Aber ich glaube nicht. Dann gäbe es jetzt nicht schon die dicke Belohnung mit 3000 Prestigepunkten und dieser komischen Tarnung. Also sieht ganz gut aus, dass wir es in dieser Folge in den nächsten 7 Minuten schaffen. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Wenn ich beim Truck Depot nicht wieder so krass verkacke. Ich darf einfach nicht zu vorschnell da reingehen. Don't lose your head. Heißt nicht, dass man seinen Kopf nicht verlieren soll, sondern dass man nicht unüberlegt vorgehen soll. Ich habe gebeten, die Gegend aufzuklären. Feind gesichtet. So. Vielleicht soll ich das Nachtsichtgerät mal anziehen. Dann würde ich auch was sehen. Außer rote Punkte. Wären die. Ihr Leutnant rennt weg. Mir egal, ob der weg kann. Alles gut. Der macht ja sonst nichts. Ich hol den jetzt einfach mal direkt. Ich gebe auf.
Ja, du hast auch keine Wahl. Was zur Hölle? Wer zum Teufel sind Sie? Wo ist Reed? Wer? Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Verarsch mich nicht, Mann. Entweder du sagst mir, wo Reed steckt, oder El Sueño erfährt alles über deinen kleinen Menschenhändlerring. Keine Ahnung, wo Reed ist. Das Arschloch zeigt seine Fresse nur, wenn es eine Lieferung oder einen Notfall oder sowas gibt. Ich würde das als Notfall einstufen. Du nicht auch? Da ist dieser Code. Ich gebe ihn in den Laptop an der Landebahn ein. Sobald Reed das Signal empfängt, kommt er zum Flugfeld. Das war's. Gib mir den Code, dann sag mir, wo diese Landebahn ist. Nice. So, noch eine und dann... Oh ne, es hat schon gereicht. Es hat schon gereicht. Nice. Leute. Oh mein Gott, ich muss mich bereithalten, um Screenshot zu machen. Oh mein Gott. Nice. So, nice. Oh Gott. Geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Yay. Oh, das ist so gut. Wir haben es geschafft. Und jetzt gucken wir uns die Tarnung an. Oder was auch immer das ist. Die Farbe. Wobei, dafür gibt es eh keine Farbe. Gucken wir so an der Pistole an. Farbwahl. Graue Python. Also sieht jetzt echt nicht so geil aus, ganz ehrlich. Sieht echt nicht so geil aus. Also, das war es jetzt nicht wert, aber die 3000 Prestige-Punkte, die waren sehr wohl wert. Prestige-Credits. Ich meine, dafür war es ja nichts, ne? Wenn ich die Kleidung jetzt hätte so können. Wenn die Farbe auch für die Kleidung gegolten hätte, wäre es cool gewesen, aber natürlich nicht. Ach ja. Nice. Ich fühle mich so leer. Ich habe kein Ziel mehr. Ach, ich hab ja Kosek. Ach, ja. Ja, meine Freunde, damit wäre offiziell... Ist das... Bin ich offiziell komplett durch mit Ghost Recon Wildlands. Was gibt's da noch zu sagen? Nichts mehr. Außer natürlich vielen, vielen Dank an alle, die das bis hierher ertragen haben. Eine Unidad-Patrouille nähert sich. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, für euch war es nicht ganz so grindy wie für mich. Ja. Also habe ich jetzt offiziell ein Abzeichen in Breakpoint verdient. Den Heli. Begleitfahrzeug zerstört. Ach ja. Unidad Heli, unten bleiben. Nicht auf den Truck schießen. Fuck, wir brauchen das Zeug damit. Escort. Nahrungstruck des Kartells plus Eskorte. Sieht nach Versorgungskonvoi aus. Nahrungstruck gesichert. Melden wir den Rebellen den Standort. Sie können das Zeug später abholen. Ja, ich brauche das Zeug nicht mehr, ne? Was soll ich denn jetzt machen, wenn mir langweilig ist? Ich habe immer, wenn mir langweilig war und ich wusste, was ich spielen soll, habe ich Ghost Recon gespielt, weil da hatte ich noch was zu tun. Ich wusste, ich muss noch... Ich will noch auf Tier 1 kommen, um... halt diesen das Dingens freizuschalten da, das Abzeichen und den Titel für bei das Emblem und den Titel bei Breakpoint. Aber jetzt habe ich alles. Tja, aber wahrscheinlich werde ich es trotzdem immer weiterspielen, dann halt andere Modi. Oder halt das, weil es macht mir halt einfach Spaß.
Und jetzt, da ich nicht mehr grinden muss, sondern machen kann, was mir Spaß macht, ist alles gut. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich zu viele Credits gekauft habe, die ich jetzt gar nicht mehr benötigt habe. Ich gar nicht so viele Booster gebraucht habe. Aber gut. Ich behalte die mal. Ich gebe die mal jetzt nicht auf Teufel komm raus aus. Vielleicht habe ich ja Glück und diese Ghost Recon Points da gelten auch für Breakpoint. Das wäre sehr schön. Und wenn nicht, dann kaufe ich mal etwas. Naja, wir werden sehen. Dann hoffe ich, dass ihr dann vielleicht mit ein bisschen Glück ab morgen bei den Breakpoint Livestreams dabei seid. Die werden wahrscheinlich aber erst so ab 22 Uhr laufen. Erstens ist das Spiel wahrscheinlich altersfreigabenmäßig so angesiedelt, dass es das so sein sollte, sein muss. Aber auch wenn nicht, ich kann halt erst ab dann. Ich kann halt nicht früher, leider. Naja, okay, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Noch einmal eine... Was hatten wir denn noch nicht? Messerwirbel hatten wir, Nahkampf hatten wir, Geld umher, Dingens hatten wir. Keine Ahnung. Wir haben überlegene Feuerkraft. Ja. Und nochmal den Messerkampf, weil ich finde, der sieht am coolsten aus. Oh shit. Habe ich gerade mit einem Magazin das Auto zum Platzen gebracht? Wow. Okay. Cool. Okay, die läuft das rein. Quell nie wieder gefangen, ich weiß, bla bla. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.